Hey Leute, willkommen zurück. Letztes Mal ging das so ein bisschen hin und her. Ich hoffe mal, wir können jetzt dieses Mal die, ja, sehr wahrscheinlich die Nebenquest fertig machen. Und dann folgen wir einfach weiter der Hauptquest und gucken mal, was da noch so kommt. So, wir müssen auf jeden Fall da oben hin. Jetzt ist halt die Frage, mal gucken. Level 47, wir sind 46, also wird das doch schon noch Sinn machen, sich hier nochmal so ein bisschen umzugucken. Wobei, wir sind auch fast Level 47. Aber trotzdem, XP kann man halt nie genug haben. Gut, ich glaube, wir machen das so. Wir holen uns erst dann die Nebenquest. Das, was wir noch brauchen. Und dann schauen wir uns hier nochmal so ein bisschen, so noch nicht komplett um, aber zumindest hier und da nochmal so ein bisschen, würde ich sagen. Wobei, bis wir die Nebenquest erledigt haben, haben wir dann wahrscheinlich auch das Level up direkt. Ist halt die Frage. Na, hier unten geht es auf jeden Fall nicht lang. Gut, dann müssen wir da oben lang. Wir haben ja hier auch noch diese zwei Nebenquests. Das sollte aber, glaube ich, nicht so das Problem sein. Wir müssen da eigentlich auch nur immer Sachen für finden. Ja, da haben wir auch schon das Level up. Kein Problem soweit. Nur Warpass macht mittlerweile echt ein bisschen wenig Schaden. Oder die haben alle so ein bisschen Void-Resistenz. Das könnte natürlich auch sein. Wobei, das wird dann wahrscheinlich dran stehen, oder? So, dann gucken wir mal eben. Wo packen wir jetzt den nächsten Punkt rein? Ich hatte ja schon gesagt, hier diese Sache mit Increased Melee Void Damage, das bringt uns halt nichts für Abyssal Echoes. Aber für die anderen Sachen. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall hier nochmal so einen Punkt mit. Dann haben wir 5, dann sind das 25% mehr Void Damage und Kill Threshold liegt bei 10%. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ich werde aber auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Echos. Weiß nicht. Also in Kombination ist das eigentlich ganz super. Auch in Kombination mit Warpass, weil da kommt da schon einiges an Schaden bei rum. Aber für sich allein genommen ist das jetzt ein bisschen. Müssen wir irgendwie noch eine Möglichkeit finden, damit mehr Schaden zu machen. Oh, was haben wir hier? Warpass Area. Oh, und Physical Resistance. Das ist doch schon mal ganz nett. Das würde ich vielleicht dann direkt schon mal austauschen. Wobei, diesen Effekt brauchen wir jetzt nicht unbedingt so. Rune of Refinement haben wir eben noch gefunden. Die Frage, ja, das ist halt jetzt. Also das Ding würde ich auf jeden Fall behalten.
erstmal, wenn wir hier noch einen Platz frei haben, will ich das dann wahrscheinlich auch austauschen. Wenn wir hier noch die Mitte vielleicht kriegen. Ich vermute mal, es geht jetzt hier lang. Wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. Eieieiei. Was haben wir hier? Pole Sword. Damage over time. Okay. Increase 95% increase physical damage. Frailty on melee hit. Das ist halt aber auch wieder eine Zweihandwaffe. Gods. Gut, dann haben wir das erledigt. Und was haben wir denn jetzt hier noch so? Heoborea müssen wir wieder hin. Ja, müssen wir da wieder hin. Okay. So, dann schauen wir mal eben. Die Frage ist jetzt, wo sind wir denn genau? Und wo müssen wir hin? Wie machen wir das? Ja, wir gehen erstmal kurz zurück, geben dann die Quests ab und gehen dann wieder dahin zurück. Yes. Idle Slots, ja, das ist auch auf jeden Fall super. Und jetzt haben wir... Okay, das ist auch interessant. Was haben wir? Was war das hier? Stun Duration, Physical Resistance. Das würde ich eigentlich schon gerne... Das könnte ich auf jeden Fall austauschen. Dann machen wir das nämlich so und das Teil kommt dann dahin. Und dann hätten wir noch einen Platz hier für so ein kleines Idol. So, da oben war die andere Quest. Nochmal zwei Idle-Slots. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann hätten wir da noch Platz. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Kann ich denn das hier einfach benutzen, um dann wieder dahin zurück? Ja, auf, natürlich. My beasts will eat well. Der respawnt sofort wieder. Das ist ja auch interessant. Ist das so beabsichtigt? Weil dann könnte ich mich ja immer da raus teleportieren und dann wieder rein teleportieren und den dann quasi abfarmen. Ich habe da so meine Zweifel. Oder das ist jetzt nur wegen der Quest so. Wer weiß. Bleib doch mal hier. Mighty Copper Ring of Remedy. Crit 90% Elemental Damage. Nehmen wir mit. Dann werde ich mir das nach der Folge mal wieder anschauen, ob das... Ob ich das durch irgendwas ersetzen will. Also so genau jetzt hier in den Videos werde ich mir die einzelnen Upgrades nicht unbedingt mehr angucken. Zumindest was so, ja, so 0815 Sachen angeht. Eieieiei. Leute, was ist denn mit euch nicht richtig? Eieieiei. Das tut ja ganz schön weh.
Okay, Lightning, das steht da sogar bei. Lightning and Physical. Alles klar. Gut, das könnte halt ein bisschen blöd werden. Lightning und Physical. Ja, Lightning ist das Problem. Lightning ist echt das Problem. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Versuche ihr dann auch rauszulaufen. Das ist hier natürlich ein bisschen blöd. Ja, ich muss mich auf jeden Fall mehr bewegen. Ich muss mich mehr bewegen. Wow. Jetzt kommt die da noch an. Das ist super. Okay, interessant. Auch Lightning-Resistenzen. Und ein bisschen mehr Damage wäre auch nicht so verkehrt. Die Frage ist jetzt, wo komme ich auf die schnelle Lightning-Resistenzen her? Gut, ich könnte jetzt meine Sachen noch verzaubern, um da ein bisschen... Ich würde das vielleicht sogar jetzt machen. Weil ich glaube, das muss mich nur einmal richtig blöd treffen. Mich halt sowieso wieder tot. Dann können wir halt jetzt mal hier gerade schauen. So, das bitte einmal transferieren. Und dann können wir mal ganz kurz beim Ring gucken. Nee, ich gucke da irgendwie immer falsch. Wir haben den mit 90% Elemental Damage. Das ist der andere. Warum sehe ich das immer falsch rum? Ich weiß es nicht. Ignite. Ja, nee. Ich glaube, Poison Resistance. Damage over Time wäre natürlich nicht so verkehrt. Wobei, wir haben halt eigentlich nur diese... Ja, den 1 Skill dafür, ne? Deswegen, ob das jetzt so sinnvoll wäre... Da irgendwas zu machen, ist halt die große Frage. Wie war das jetzt nochmal? Wie war das denn nochmal? Moment. Das war hier für die einzelnen Runen. Ja. Fire Resistance. Das hier könnte ich dann... Moment. Das ist T2. Oder ich kann das... Ich kann... Da haben wir die Glyphen. Ich hätte aber gerne... Ich kann das nicht so wirklich ersetzen. Ich könnte da mehr Lebenspunkte draufpacken. Plus 35... Dann machen wir das jetzt einmal. Dann haben wir plus 45. Ja gut, das ist jetzt nicht so toll. Fire Resistance, okay. Konnte man diese Dinger nicht auch irgendwie entfernen? Elemental Damage. Void Resistance, Elemental Resistance. Das könnte ich vielleicht noch erhöhen. Das sind hier plus 14%. Immerhin. Gut, wie war das hier mit dem Gürtel? Fire Resistance, Physical Resistance. Ist jetzt nicht so der Bringer, das können wir nicht. Was haben wir hier noch? Dodge Rating, Mana Regen. Aber diese Dinger kann ich jetzt... Die kann ich nicht aufwerten. Oder? Nee. Jedenfalls nicht so. Ha, wie kriege ich denn jetzt Lightning Resistance, ist die große Frage. Try not to hurt yourself. Gute Frage. Und ich habe natürlich...
ist mit dem Schockding ist halt natürlich... Oder ich müsste mal die Schuhe ausziehen. Wäre das eine Option? Ich weiß es nicht. Genau was diese Schockt macht. Nehmen wir dann damit mehr Schock-Damage. Ich vermute es mal. Ich ziehe jetzt mal die Schuhe aus. Experiment. Laufe jetzt barfuß rum im Schnee. Ist doch auch mal was. Und dann... Wir hätten hier doch auch noch einen Händler, ne? Also gucken wir erstmal bei dir hier. Was hast du denn hier in deinem Shop? Also ich würde gerne erstmal hier wieder Rune of Shattering kaufen. Die Dinger schicken wir direkt wieder weg. Das Zeug können wir dann direkt auch mal verkaufen. Ansonsten, was haben wir denn hier? Physical Damage. Minion Health. Minion Spell Damage, Critical Multiplier, Damage over Time, Crit, das ist dann auch wieder Zweihandwaffe, Physical Resistance. Sieht jetzt nicht so toll aus. Oder ich müsste mal zum Gambler, aber eigentlich will ich das nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Weil gerade wenn ich Rive benutze, bleibe ich ja auch stehen und krieg dann mehr auf die Nase. Ach Leute, jetzt fängt das hier wieder an. Machen wir erstmal den Weg frei. So, Lunch haben wir jetzt ein Level up. Das ist jetzt nicht so wichtig. Warpass schon eher, aber ich glaube, das bringt jetzt auch nicht so viel. Mehr Damage, ja. Das ist jetzt alles... auch schon wieder so eine Frage, was würde man denn hier nehmen wollen? Gerade bei diesem Skill bin ich hier halt etwas ratlos, weil irgendwie das sind alles so Damage-Sachen. Gut, das hier ist dann noch, man wird unverwundbar. Könnte man dann nehmen. Gut, da müsste ich aber hier noch einen Punkt reinpacken. Aber wenn ich, das ist doch dann im Prinzip überflüssig, oder nicht? Weil Block brauche ich dann ja nicht mehr. Also packe ich im Prinzip 5 Punkte da rein für Unstoppable. So, was haben wir jetzt hier? Melee Void Damage. Und wir hatten hier Damage. Genau, das war prozentual. Dann nehme ich erstmal das hier. Was haben wir hier noch? Echo Damage. Das mit diesen Echo Casts verstehe ich jetzt auch noch nicht so richtig. Also, das sind doch alles Echoed Casts, oder nicht? Machen wir das erstmal so. Gut. Jetzt sind wir halt ein bisschen langsamer unterwegs, aber hey, was soll's? Vielleicht klappt das jetzt ja ein bisschen besser. Ja, okay, ich verstehe schon. Deflection, Elemental Resistance, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Dann, Moment. Oder ich muss den die ganze Zeit einfach nur so ein 45% Lightning Resistance, was ist denn da kaputt? Okay, so, dann haben wir den Ring hier.
Fire ist mir jetzt ein bisschen egal. Dann tauschen wir das erstmal aus. Und hier hätten wir jetzt Abyssal Echoes, ist auch erstmal nicht so interessant. Shield Rush haben wir halt nicht. Melee Damage, Lightning Resistance ist natürlich super. Und 30% Necrotic Resistance. Das ist natürlich echt eine Menge. Dann tauschen wir das auch einfach mal aus. Dann haben wir jetzt Lightning, 80%. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Ich könnte natürlich, sollte ich die Schuhe wieder anziehen. Ach, die brauchen wir halt eigentlich nicht. Das, die habe ich auch nur wegen Movement Speed. Ich darf halt echt nicht in diesen Blödsinn. Das macht aber trotzdem so viel Schaden. Was ist das denn? Dann mache ich das halt so. Dann muss ich, oder ich muss einfach Warpass benutzen und mich dann ständig bewegen. Kann ich Rive halt gar nicht benutzen. Moment, das, nee, das andere, das war doch nicht nur, das ist doch auch Frost, ne? Oder Kälte? Hallo. Blöd wird's nur, wenn ich jetzt nicht mehr so viel Mana hab. Ja, dann geht das nämlich wieder so. Das wird, glaube ich, schon reichen, wenn ich hier nur einen erledigen kann. Ja, das geht doch. Es geht doch. Gut, was hätten wir hier? Minion Damage. Necrotic Damage, Melee Void Damage, plus 8. So, jetzt ist die Frage. Ziehe ich die anderen Sachen wieder an? Auf jeden Fall ziehe ich die Schuhe erstmal wieder an. Was diesen Ring angeht. Wir haben halt so viel Physical Resistance, deswegen ich tausche mal den Ring wieder aus, auch wenn der jetzt eigentlich nichts hat, so wirklich, was wir brauchen. Ja, außer Fire Resistance halt. Und das hier, gut, hat mehr Leben, aber das hat so viel mehr Rüstung, Lightning Resistance, jede Menge Necrotic Resistance. Also das werde ich dann auf jeden Fall... Wir verlieren 15% Void Damage und ein bisschen mehr Max Mana und Fire Resistance. Aber das ist auf jeden Fall schon den Tausch wert, würde ich sagen. Gut, das war jetzt eine schwere Geburt. Was haben wir jetzt hier noch? Mehr Mana wiederherstellen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Jetzt fängt das hier auch an. Was ist denn hier jetzt eine gute Idee? Ignite. Attack Speed. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ja. Dass ich dann gucke, dass ich vielleicht alle drei Schläge irgendwie so ein bisschen verstärke. Und Flurry ist ja gerade für den ersten und zweiten Schlag. Ich könnte natürlich jetzt wieder hier in Richtung Cadence gehen. Und dann versuchen, den ersten und den zweiten Schlag zu verstärken. Einfach, weil das halt dann auch... Ich benutze den ja auch als Einzelzielangriff. Also von daher wäre das, glaube ich, dann mit die beste Idee. Attack Speed. Machen wir das so. Okay, jetzt müssen wir in die Tundra. Wo ist denn die Tundra? Die ist da oben. Da müssen wir sowieso wieder zurück.
Dann können wir auch direkt von hier darüber. Die Frage ist jetzt, ob wir da direkt schon so einen Waypoint haben. Ich glaube mal nicht, aber wir können ja mal gucken. Die Tundra. Ja, auf jeden Fall, diese 8% mehr Angriffstempo machen auf jeden Fall schon einen Unterschied. Merkt man schon, auch wenn man erst vielleicht denkt, okay, das sind nur 8%. Aber das macht sich auf jeden Fall schon richtig bemerkbar. Wir müssen dahin. Ich werde jetzt einfach nochmal hier kurz ein paar Minuten hier auf der rechten Seite gucken, was es da noch so gibt. Dex hätten wir hier, das ist nicht so interessant. Minion Dodge Rating? Nein. Club of Venom. Poison on Hit. Dauert auch nicht mehr lange bis zum nächsten Level ab und das hätte ich dann doch schon ganz gerne. Da können wir nämlich auch direkt mal gucken, was es dann da als nächste, so als nächste Skills gibt. Ich glaube auch, Resistenzen sind ja schön und gut, aber ich bräuchte auf jeden Fall mehr Leben. Elemental Damage, ja, super. Quiver brauchen wir sowieso nicht. Das hier. Bleed Effect, Bleed on Melee Hit, der Melee Hit, wie auch immer. Hier gibt es noch mal ein paar Shards. Bogenshard, ja super. Was haben wir hier? Physical Damage, Cold Damage. Shock on Hit, Attack Rate. Nee. Na gut, dann würde ich sagen, Wegpunkt haben wir hier. Beziehungsweise hatten wir, glaube ich, hier waren wir schon, ne? Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe einen Orientierungssinn wie... Keine Ahnung. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.